Herzlich willkommen zu unserer 10. Folge dieser Reihe bezüglich der Lehren Jesu. Wir haben gesehen in der letzten Stunde, dass Jesus auf diese Welt kam, um seinen Jüngern eine Mission aufzugeben. Und wir haben gesehen, dass diese Mission es ist, das Licht der Welt zu sein. Wir haben gesehen, dass das Licht das Gesetz Gottes ist, nicht die äußere Schale, sondern das Erfüllen des Gesetzes, welches die Liebe ist. All das ist uns als Mission aufgegeben. Und dann wollen wir heute in dieser Betrachtung uns etwas näher mit dem befassen, wie Jesus das Gesetz Gottes erklärt hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass der auf dem Berge Sinai das Gesetz aus den Wolken sprach, derselbe war, der auch auf dem Berg der Seligpreisungen die Predigt seinen Jüngern hält und dort noch einmal die Grundsätze seines Gesetzes erklärt. So, wir haben es zu tun mit derselben Person, die das Gesetz gab im Alten Testament und die das Gesetz vertieft und erklärt im Neuen Testament. Es ist kein Widerspruch, es ist eine Ergänzung. So, lasst uns betrachten und schauen, als Jesus von dem Berge sprach, wie er damals das Gesetz sagte und wie es dann in Matthäus in der Bergpredigt ab Kapitel 5 erklärt. So, lasst uns kurz zurückgehen in das zweite Buch Mose in Kapitel 20. Dort werden uns die 10 Gebote offenbart und sie werden geschrieben auf 2 Tafeln. Auch das ist eine interessante Aufteilung, dass wir das Gesetz beschrieben bekommen auf 2 Tafeln. Und wir haben auf der ersten Tafel die ersten 4 Gebote und wir haben auf der zweiten Tafel von 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, dort haben wir diese Auflistung auf 2 unterschiedlichen Tafeln. Und lasst uns deshalb, um einen Gesamtblick zu haben, der für mich immer sehr wichtig ist, was bedeutet dieser Unterschied zwischen diesen 2 Tafeln? Das erste Gebot, das wir finden hier in 2. Mose Kapitel 20, steht in Vers 3. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das zweite ist, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in dem Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, bis in das 3. und 4. Glied derer, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, das ist das 3. deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Und dann kommt das Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun,
Aber am siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebenten Tag, darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Das sind die ersten vier Gebote, die Gott mit seinem eigenen Finger, und wir wissen, dass das unser Erlöser Jesus Christus ist, der sie dem Mose gab und sie mit eigenem Finger schrieb auf die Tafeln, die er ihm gab aus Stein. Hier stehen die ersten vier Gebote. Und dann kommen die nächsten sechs, die sich ein wenig anders anhören. Da steht, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Dann das sechste, du sollst nicht töten. Das siebte, du sollst nicht Ehe brechen. Das achte, du sollst nicht stehlen. Das neunte, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deine Nächsten. Und das zehnte ist, du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. So, damit werden die zehn Gebote beschrieben. Und ich möchte es ganz kurz und übersichtlich fassen. Welches ist der Unterschied zwischen den zwei Tafeln? Wenn man erstmal hinblickt, dann sieht man, dass die hier wohl das Verhältnis zu Gott besprechen, das Verhältnis zu Gott angehen. Und es ist erstaunlich, dass wir hier auf dieser Seite die wohl schrecklichsten Androhungen finden über das, wenn man das Gesetz bricht. Wir finden die Androhung in dem Gesetz 2, dass wenn man falsche Götter anbetet, dass Gott die Missetat dieser falschen Anbetung heimsuchen wird und er das Gericht bringen wird über den Menschen bis ins dritte und vierte Glied. Das, hoffe ich, verstehen wir nicht falsch. Es ist nicht gedacht, dass jemand die Sünden seiner Väter bezahlen muss, sondern dass Gott heimsucht die Sünden erst im dritten oder vierten Glied. Ich kann das jetzt hier der Zeit wegen nicht erklären, aber das ist der Sinn, den wir verstehen müssen dahinter. Es ist nicht, dass wir dass ein Kind bestraft wird für die Sünden seines Vaters. Nein, es kann sein, dass die Strafe des Vaters erst zur Zeit des Kindes kommt oder des Großvaters, weil das Kind in denselben Sünden seiner Väter in der dritten und vierten Generation lebt. So haben wir das in der Heiligen Schrift immer wieder gesehen, dass Gott, wenn sich der Ahab kurz bekehrte, obwohl zu seiner Zeit die Bestrafung kommen, sagte, ich werde es verschieben bis in die nächste Generation. Das heißt, würde die nächste Generation sich bekehren, würde das Ganze nicht stattfinden. So, es ist ein Zeichen der Gnade, aber dennoch ist es ein klares Zeichen einer deutlichen Konsequenz des Missachtens dieses zweiten Gebotes. Und auch eine deutliche Verheißung, was es bedeutet, wenn man dieses Gebot achtet, nämlich Gott wird gnädig sein bis ins tausendste Glied an denen, die ihn lieb haben. So, dann beim Gebot Nummer 3 finden wir wiederum, wer den Namen des Herrn missbraucht, eine
deutliche Drohung, dass er den, der den Namen des Herrn missbraucht, nicht ungestraft lassen wird. Und auf dieser anderen Seite finden wir keine Drohungen, auf dieser anderen Seite finden wir nur die Verheißung. Wir finden hier, dass bei Ehre Vater und Mutter, dass es dir wohlgehe und du lange lebst im Lande, das dir der Herr dein Gott geben will. Das erste Gebot mit einer Verheißung, wie es der Paulus später schreibt. So, wir wissen, dass diese zwei Tafeln einen Unterschied haben. Die eine regelt das Verhältnis, das wir zu Gott haben, und das andere regelt das Verhältnis zu den Mitmenschen. Und da gibt es natürlich einen Unterschied. Und die Frage ist, welches ist der Unterschied? Und hier, denke ich, fehlen viele Menschen in dem Missverständnis des Verhältnisses zu Gott. Ich sprach diese Woche mit einer jungen Frau, sie ist gläubige Christin, und sie sagte mir, dass sie eine lange Zeit mit Gott hatte, wo sie regelmäßig morgens aufstand, sich die Zeit nahm, studierte, und sie sah den Effekt dieses Lebens mit Gott in ihrem Leben und in dem ihrer Kinder und in der Familie. Aber sie sagt, seit einem Monat ist das aus ihrem Leben verschwunden. Sie hat die sie steht nicht mehr auf, sie findet keine Zeit mehr, und dementsprechend ist auch ihre Nervosität aufgetreten. Sie nörgelt und ist sehr ungeduldig mit ihrem Mann und mit der Familie. Und sie sagt, ich kann irgendwie nicht zurück. Ich habe Gott immer versprochen, dass ich aufstehen werde, dass ich mir die Zeit nehmen werde. Und ich traue mich nicht. Ich schäme mich, wieder zu ihm zurückzugehen. Und mir ist klar, woher dieser Zustand kommt. Wir denken, und ich habe sie gefragt, warum versprichst du Gott etwas? Ich verspreche Gott nichts. Ich gehe zu Gott, um etwas zu bitten. Ich gehe zu Gott, um etwas zu holen. Ich gehe zu Gott, um das dessen, was ich brauche. Was kann ich Gott geben von meiner Seite? Welchem Verhältnis stehe ich zu ihm? Und ich denke, diese junge Frau braucht diese Erfahrung mit Gott, damit sie es lernt. Wir haben nichts vor Gott zu bringen. Unsere Liebe zu Gott ist nicht in dem Sinne eine Liebe, wo wir ihm versprechen, die Treue, oder wir versprechen, gewisse Dinge zu tun, und wenn wir dann nicht sie halten, dann machen wir Gott traurig. Oder sie sagt, zornig. Ich schäme mich, zu ihm zu gehen. Warum? Kann denn derjenige, der zur Quelle geht, der Quelle was geben, außer dass er aus der Quelle trinkt? Gott braucht nichts von uns. Er braucht unsere Anbetung nicht. Er braucht nicht, dass wir glauben, dass es nur ihn gibt. Das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter nehmen, Herr. Ich bin der Herr, dein Gott, nur ich bin da. Es gibt keinen anderen Gott neben mir. Deshalb sollst du keinen haben, dir keinen machen, kein Bildnis machen, sie nicht anbeten und so weiter. So, warum hat er uns dieses erste Gebot, diese erste Tafel gegeben? Was ist der Zweck? Und auch die
Konsequenz der Drohung darin. Es ist deutlich, wir kommen zu ihm, weil wir etwas brauchen. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nicht in dem Maße, dass wir Gott etwas geben per se, sondern unsere Liebe zu Gott zeigt sich darum, dass wir zu ihm gehen und etwas nehmen. Einen Gott braucht man um des Lebens willen. Die Anbetung tut man, dass man selbst einen Nutzen davon hat. Gott hat keinen Nutzen von meiner Anbetung. Er braucht sie nicht. Und sie ist ihm, wie er es manchmal beschreibt, so wie sie die Menschen ihm darbringen, ein Ekel, weil man bringt sie ihm dar mit einer Form, wie wenn man Gott dadurch einen Gefallen tut. Wir tun Gott nicht in dem Sinne einen Gefallen, den er für sich persönlich braucht. Wenn Gott Wohlgefallen hat an unserem Leben, dann ist es, weil es uns wohl geht, weil wir verstanden haben, wie wir in unserem Leben gehen und wandeln sollen. So, das Missverständnis in unserem Verhältnis zu Gott ist, wir brauchen ihn, nicht er uns. Und diese erste Tafel des Gesetzes veranschaulicht das. Wir brauchen ihn. Wenn wir ihn nicht haben, wenn wir vor ihm nicht nehmen, dann geht es uns schlecht, dann werden wir sterben müssen. Das ist das, was wir verstehen sollen in den ersten vier Geboten. Ich habe dieser Frau erklärt, dass sie ein falsches Verständnis von Gott hat. Unsere Liebe zu Gott ist nicht die, die vergleichbar ist mit der Liebe zu einem Menschen. Das werden wir sehen. Zu einem Menschen haben wir nicht das Verhältnis des Nehmens, des von ihm Lebens, außer man ist ein Kind. Zu Menschen haben wir das Verhältnis des Gebens. Aber zu Gott haben wir das Verhältnis des Nehmens. Er ist für mich da, nicht ich für ihn. Und im Verhältnis zu dem Nächsten bin ich für den Nächsten da und nicht der Nächste für mich. Ob wir das hinkriegen zu verstehen? So, lasst uns in dem Gesetzmäßigkeit des Lebens bleiben. Wir alle wissen, dass wir nichts mit uns mitbringen, dass wir aus uns selbst nicht leben können. Aber wir brauchen eine Richtschnur des Lebens. Und so haben wir hier, wo das Verhältnis zu Gott steht, hier haben wir das Nehmen. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich im Nehmen. Ich bete ihn an, weil ich etwas von ihm brauche. Ich bin von ihm abhängig, total, fürs Leben. Und wenn ich leben will und wenn ich nicht leben will, dann kann ich natürlich fremde Götter anbeten, dann muss ich nicht zu ihm hingehen, aber dann werde ich irgendwo anders nehmen müssen, dann bin ich anderswo abhängig. Und das wird mich sicherlich zerstören. So, von Gott muss ich nehmen. Aber genau anders ist es beim Menschen. Beim Menschen muss ich. Hier ist der Mensch. Beim Menschen muss ich geben. Nehmen. Um zu geben, das ist das Gesetz des Lebens. Und so hat es auch Gott in seinen 10 Geboten deutlich dargestellt. Ich brauche eine Quelle. So diese junge Frau, wo sie nicht mehr von Gott nimmt, warum ist sie nörgelig und ungeduldig und pickt an ihrem Mann herum? Warum? Weil sie jetzt ja von ihrem Mann nimmt. So verkehrt sie die Reihenfolge
und damit ist sie in einem furchtbaren Zustand, weil sie kann nicht als Mensch frei aus sich heraus leben. Sie muss jemand anbeten, sie muss von jemandem nehmen und dann nimmt sie von hier. Und während sie von ihrem Mann nimmt und von denen, die um sie herum sind, die schmecken nicht gut. Oh, wo haben wir solche Menschen, die gut schmecken, von denen wir wirklich essen könnten und sagen, wir werden satt? Weil die sind fehlerfrei, sie sind super gut, man kann sich auf sie immer verlassen, sie kommen nie zu spät, sie sind alle okay. Wo können wir das finden? So, lasst uns deshalb verstehen, dieses Verhältnis zwischen diesen zwei Tafeln. Zu Gott gehe ich, weil ich ihn brauche. Zu Menschen gehe ich, weil ich ihm was gebe. Oh, wie schlimm ist es, dass die Menschen ihre Liebeserklärungen machen und wenn ein Mensch sagt seinem Partner, ich liebe dich, das nicht wirklich ein Angebot ist des Gebens, sondern eine Haltung des Erwartens. Das kann nicht funktionieren so. Deshalb gibt es unsere Störungen und Probleme, weil wir nicht die Ordnung im Gesetz betrachten. Und die Ordnung im Gesetz ist ganz wichtig. Wenn Menschen die Bergpredigt betrachten, dann kommen sie natürlich zu dem Punkt, dass sie am Anfang die Seligpreisungen lesen und dann kommt man weiter zu den Texten, wo er sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und dann fängt Jesus an und sagt, ihr habt gelesen, es steht geschrieben, du sollst nicht töten. Und er fängt mit diesem sechsten Gebot an, ab Vers 19, 20. Aber wo lest er die erste Tafel? Und die erste Tafel ist am Anfang und dort sind es in den Seligpreisungen. Aber wir sehen in den Seligpreisungen nicht die Beschreibung der ersten Tafel, weil wir wahrscheinlich blind sind in unserem Verständnis des Gesetzes. Aber wenn ich etwas näher hinschaue, dann finde ich, dass Jesus, als er anfängt, die Bergpredigt zu sprechen, von etwas spricht, was der Mensch braucht, um zu nehmen. Er sagt hier, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Was beschreibt hier Christus in seiner ersten Glückseligsprechung? Er beschreibt den Menschen, der arm ist, der Gott braucht, der nicht aus sich selbst sieht, dass er leben kann. Er sagt, selig seid ihr, die ihr geistlich arm seid, ihr, die ihr eine Not verspürt in eurem Herzen, denn sie wird gestillt werden. Ihr werdet, eurer ist das Himmelreich. Die größte Not des Menschen ist, dass er seine Not nicht sieht. Er erkennt nicht, wie arm er ist. Er erkennt nicht seinen Zustand und so kommt er nicht, dass diese geistliche Not gestillt wird. Das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Oder ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Dieses erste Gebot wird hier deutlich beschrieben. Ich brauche einen Gott. Ich brauche eine Quelle. Ich muss von irgendwo nehmen. Jesus sagt es von sich aus in Johannes 5, Vers 19. Ich kann nichts aus mir tun. Jesus ist der Mensch auf dieser Erde, der sich völlig bewusst ist seiner geistlichen Armut, der nicht versucht,
von einem Menschen zu holen, sondern der weiß, er kann nur von Gott holen. Denn was kann ich von einem Menschen nehmen? Wo kann ich von ihm essen, die geistliche Speise? So, wenn wir jetzt durch die Seligpreisungen durchgehen, so sehen wir, dass sie eine Konzentration sind deren, der Not des inneren Menschen, des Verhältnisses zu Gott. Hier steht, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Das heißt, worum trauern diese Menschen? Sie trauern, dass sie sich an einer falschen Quelle ernährt haben. Sie erkennen ihre geistliche Not und sie erkennen, wie fehl sie gegangen sind in ihrem Leben. Sie trauern über ihren falschen Zustand, dass sie an Menschen gehangt haben, dass sie Menschen und Umstände zu Gott erhoben haben in ihrem Leben und sie bekehren sich und kehren sich um und sind traurig, dass sie so blind waren gegenüber dem, was sie taten. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Wo ist hier dieses Bild des Sanftmütigen? Wenn wir das dritte Gebot nehmen und sehen, dass wir den Namen des Herrn nicht missbrauchen sollen. Die Juden haben den Namen des Herrn dadurch missbraucht, nicht, dass sie von ihm falsch geredet haben oder wie auch heute manchmal Leute sagen, naja, man darf nicht Grüß Gott sagen oder Oje oder wie auch immer, das sind alles so Namen von Gott. Ja, das mag sein, dass das Gottes Name dort drin ist, aber das bedeutet nicht, dass man ihn dadurch unbedingt missbraucht. Der Missbrauch des Namens Gottes ist, dass man nicht so ist, wie er ist, dass man ihn falsch darstellt. Ich sage, ich bin Christ, aber letztendlich bin ich nicht sanftmütig, ich bin zornig, ich bin, was stelle ich dann dar? So, es ist entscheidend, dass wir verstehen, den Namen Gottes nicht zu missbrauchen, ist ein Bild von ihm abzugeben, wie ich es von ihm genommen und gelernt habe. Deshalb kommen hier Charaktereigenschaften Gottes hervor, die Sanftmut, dann kommt die Gerechtigkeit, die glückselig dient, die nach Gerechtigkeit dürsten. Was ist Gerechtigkeit? Ist Gerechtigkeit Liebe? Wo soll ich sie holen? Wo habe ich eine Chance, Gerechtigkeit zu holen? Hier irgendwo bei den Menschen? Kann ich sie dort irgendwo ergründen? Ist sie dort zu finden? Kann ich mich dort speisen mit dem, was ich brauche? Doch sicherlich nicht. Deshalb die Sanftmut, die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Woher soll ich denn Barmherzigkeit lernen? Als Gott, als Moses sagt zum Heiland, ich will dich sehen. Ich möchte dich erkennen. Ich möchte dich sehen. Dann sagt, erfüllt ihm Gott diesen Wunsch und geht an ihm vorbei und hält ihm die Augen zu, weil dann würde er wohl sterben, wenn er die Herrlichkeit Gottes sehen würde. Und er sagt, barmherzig und gnädig und geduldig ist der Herr. So er offenbart sich als der Gott, der Sanftmut, der Gerechte, der barmherzige Gott. Glückselig sind die Barmherzigen. Wo sollen sie sie lernen, die Barmherzigkeit? Hier üben wir sie aus, aber irgendwo müssen wir sie lernen. Irgendwo müssen wir sie herholen, sonst haben wir sie nicht. Glückselig sind die reinen Herzen. Das heißt, die an Gott kleben. Und hier ist die Verheißung, denn sie werden Gott schauen. Wie kann ich denn reines Herz haben, außer in diesem Verhältnis zu Gott? Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Wo komme ich her, dass ich den Frieden habe in meinem Herzen?
Glückselig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Reich Gottes. Wie soll ich es aushalten, wenn mich meine Mitmenschen verfolgen? Und wie kann ich dennoch um der Gerechtigkeit willen zu Gott stehen? Woher soll ich diese Dinge holen? Woher soll ich die Kraft haben? Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliche böse Worte gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. So, ich möchte deutlich machen, dass Jesus die erste Tafel des Gebotes und des Gesetzes nicht auslässt. Sie kommt in seinem Leben, in seinem Beispiel immer wieder vor. Und er fängt an, aber er kommt und stellt sie dar mit einer Perspektive, die man sagt, neu ist. Er gibt jeder Glückseligkeit gibt diese Dinge, die der Mensch unbedingt braucht, seine geistigen Bedürfnisse, die er von Gott holen muss, bringt er mit einer Glückseligkeit. Und er sagt, glücklich, selig bist du, wenn du erkennst, dass du Gott brauchst. Glückselig bist du, wenn du erkennst, dass du warst auf der falschen Seite. Du hast dich an etwas Falschem ernährt und jetzt bist du traurig und es geht dir nicht gut. Diese Trauer ist zu deinem Besten, denn du wirst getröstet werden. Glückselig bist du, wenn du die Sanftmut deines Gottes lernst. Glückselig bist du, wenn du die Gerechtigkeit deines Gottes in dein Leben einbaust. Glückselig bist du, wenn du Barmherzigkeit deines Gottes in dich aufnimmst. Glückselig bist du, wenn du reines Herzens bist und frei bist von einem anderen Götzen, von einer anderen Quelle des Lebens. Glückselig bist du, wenn du friedfertig bist, wenn du dich mit niemandem streiten musst, wenn du niemandem widersprechen musst, wenn du lebst aus mir. Und wenn auch die Leute kommen und dich schmähen und dich verfolgen, so bist du dennoch glücklich und freust dich, denn du ruhst in mir, denn du hast mich als Quelle, wo du alles nimmst. Diese 9 Seligpreisungen sind eine Offenbarung der ersten Tafel des Gesetzes. Sie sind eine Zusammenfassung mit der Frucht des Geistes, die man nirgendwo holen kann, außer aus Gott. Das müssen wir verstehen. Der Gesetzgeber steht auf dem Berg der Seligpreisungen und er fängt genau dort an, wo er vor einigen tausend Jahren angefangen hatte und dem Volk Israel das Gesetz gab. Genau dort fängt er an. Und dort ist er und er sagt es ihnen. Mit anderen Worten, genauso wie er es auch an der zweiten Tafel tut, mit anderen Worten, dennoch für jeden, der es verstehen will, unmissverständlich. Wenn wir es aber missverstehen, dann kommen wir sehr durcheinander. Die erste Sache, die Christus erwähnt, ist unser Verhältnis zu Gott und die Notwendigkeit unserer Abhängigkeit von ihm. Das ist das, was er durch seine Glückseligpreisungen erklärt. Das ist das, was er deutlich macht. Den Namen Gottes nicht zu missbrauchen, ist ihn richtig darzustellen, nicht durch Worte, sondern durch das Leben. Gott richtig anzubeten, bedeutet, von ihm zu lernen. Er ist die Quelle, wo ich hole. Von ihm kann ich nur Gerechtigkeit holen, Sanftmut, Barmherzigkeit. All das muss ich zuerst nehmen, bevor ich es geben kann meinem Nächsten. So, wenn Christus das Gesetz erklärt,
So erklärt es seinen Jüngern in einer sehr deutlichen, ich finde unmissverständlichen, aber auch sehr tiefsinnigen Erklärung. Es könnte sein, wenn man fleischlich gesinnt ist, dass man nicht erkennt, was Jesus wirklich meint. Aber das Gesetz, das er gegeben hat, oder das Gesetz, was in diesem Universum existiert, das jedes Geschöpf zuerst nehmen muss, um zu geben, das kann und wird niemand ändern können. Wenn wir fallen in dem Gesetz hier mit den Menschen, dann ist es, weil wir hier von Gott nicht genommen haben. Es ist eine Verbindung zwischen den Zweien. Weil wir die Kraft fehlen, uns den Glauben fehlt, das hier umzusetzen, während weil wir hier versagt haben, weil hier unsere Beziehung zu Gott nicht stimmt. Weil wir hier nicht verstanden haben, wozu wir ihn brauchen. Hast du verstanden, dass du Gott brauchst, um diese zweite Tafel zu erfüllen? Hier müssen wir geben. Hier müssen wir fähig sein, ähnlich wie Gott zu handeln. Hier können wir es noch nicht. Hier gehen wir und holen. Hier gehen wir, um zu nehmen. So, man kann nicht den zweiten Schritt gehen, bevor man den ersten geht. Hier ist die große Not unseres betrügerischen Herzens. Hier kommt der Böse und macht uns, dass wir verführt werden. Wir geben zuerst, um zu nehmen. Damit sind wir völlig schachmatt, weil das ist ein Irrtum, das ist eine Lüge, das geht nicht. Niemand kann geben, um zu nehmen. Er kann nur das geben, was er vorher genommen hat. Etwas anderes gibt es nicht. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und wenn ich sage, ich liebe dich und ich sage es nicht, weil ich von Gott diese Liebe geholt habe und ich gebe sie verschwenderisch weiter, dann lieber sage ich es nicht, weil sonst ist mein Ausdruck, ich liebe dich, nichts anderes als eine Forderung. Ich gebe dir, damit du mir was gibst. Ich gebe dir, um von dir etwas zu bekommen. Und dann ist es eine, ich sage es mal, Perversion der Liebe. Dann benutze ich Worte, die mit Liebe nichts zu tun haben. Ich fordere, anstelle zu geben. Das ist der Betrug. Das ist die Not unseres Herzens. So, in unserer Lektion, wo es ums Gesetz geht, bringt man, und wir haben ein Beispiel oder zwei Beispiele über zwei Gesetze aus der zweiten Tafel, nämlich das fünfte und das siebte Gesetz. Weil es in der Bergpredigt genannt wird, das fünfte nicht, aber das siebte. So, aber Jesus spricht auch über das fünfte unmissverständlich. Und das fünfte Gebot war eines das, was ich entdeckt habe, was viele Krankheiten im Leben des Menschen bringt, weil wir nicht verstanden haben, was bedeutet es, unsere Eltern zu ehren. Unsere Eltern waren, als wir klein waren und Babys und heranwuchsen, unser Gottersatz. Sie waren die, von denen wir keine andere Wahl hatten, außer von ihnen zu nehmen. Da spielte die Mutter die Hauptrolle in den ersten Jahren und auch weiterhin und der Vater die zweite Rolle des Holens von ihm. Aber wann beginnt denn die Ehrung der Eltern? Wenn man von ihnen holt oder wenn man ihnen etwas gibt? Und ich denke, die Ehre der Eltern fängt dort an, wo man sie ehrt, um ihrer
Funktion willen als Eltern. Und hier, da der Mensch nicht lernt, von Gott zu nehmen, sondern weiterhin bleibt, an seinen Eltern zu nehmen, kann er die Eltern nicht ehren, weil er ist unzufrieden mit ihnen. Er kann sie nicht in Ehren haben, egal ob sie gut oder schlecht sind. Er muss an ihnen rumnörgeln, er muss an ihnen unzufrieden sein. Die höchste Anforderung, die wir haben, ist an unsere Eltern. Und so fallen wir in dieses Gebot am meisten hinein und zerstören unseren Körper. Ob die Eltern gut sind oder wenn sie gut sind, sterben sie. Und wenn sie schlecht sind und leben, dann sind wir im Kampf mit ihnen und wissen nicht, wie wir aus diesem Kampf herauskommen. Allein deshalb nicht, weil wir die Reihenfolge nicht verstanden haben. Wir können unsere Eltern nur ehren, wenn wir sie nicht mehr als Götter haben. Wenn die Funktion Vater und Mutter nicht mehr die Quelle ist, sondern das Ziel der Liebe. Ja, am Anfang sind sie es. Da können wir nichts für, da haben wir auch keine Verantwortung. Da sind wir so wie ein Tier, das von irgendwo nimmt, aber es hat keine moralische Verantwortung für das, was es tut. Aber wenn wir wachsen, wenn unser Gehirn sich entwickelt, wenn unser Geist fähig wird, Dinge zu betrachten, zu sehen, wenn die Eltern uns binden würden in der Kindheit mehr und mehr an die Quelle Gott und nicht an sich selbst, dann könnten wir mit dem Prozess des Heranwachsens, dann, wenn wir eine gewisse Maturität, eine gewisse Alter erreicht haben, dann könnten wir die Eltern ehren und achten und sie in ihrer Funktion betrachten und sie wirklich lieben und ihnen nur noch etwas anbieten, nicht mehr etwas von ihnen wollen. So, das ist wichtig, dass wir dieses Gebot verstehen, weil es ist das Engste unter den Menschen. Und wenn wir das nicht verstehen, wie das gemacht ist, dann können wir auch nicht wirklich es praktisch umsetzen. Vater und Mutter zu ehren, für sie da zu sein, wenn sie uns brauchen auf körperlicher Ebene, dann ist es ein Geben. Dann ist das, was wir von Gott genommen haben, können wir ihnen anbieten. Aber das ist nicht richten, das ist nicht verdammen, das ist nicht das, was heute gang und gäbe ist in den menschlichen Beziehungen. So ganz konkret wird in der Heiligen Schrift uns beschrieben, dass die Juden verdreht haben das Gesetz und gesagt haben, wenn man das Gut der Kirche spendet, dann muss man seine Eltern nicht mehr im Alter unterstützend wirken. Das heißt, man hat das Gebot Gottes verändert. Und Jesus mahnt das deutlich an, dass das so nicht richtig ist. Er sagt, ihr tut ein Menschengebot anstelle eines Gottesgebot. Wir kommen nie davon weg, unsere Eltern zu ehren und ihnen zu helfen, wenn sie in Not sind. Wir müssen nicht immer ihnen persönlich helfen. Es mag sein, dass die Distanz, wo wir sind und wo wir unsere Aufgabe tun, nicht es möglich macht. Aber wir müssen sicherstellen, dass jemand für die Mutter und für den Vater im Alter sorgt, auf körperlicher Ebene. Wir sind als Eltern verpflichtet, als Kinder verpflichtet, unseren Eltern diese Ehre zu erweisen. Wir sind verpflichtet, sie mit Achtung von unten nach oben zu sehen, ob sie ihre Pflicht an uns richtig getan haben oder nicht. Das ist Gottes Sache. Er hat ihnen die Pflicht gegeben. Er wird sie zur Rechenschaft ziehen, nicht wir. So, es ist immer sehr, sehr leicht für den Menschen, die Dinge durch sein betrügerisches Herz zu verkehren und falsch zu sehen. Deshalb lasst uns nicht denken, dass wir durch irgendeine Methode oder durch irgendeine Hingabe
die wir tun an Gott, aus der Pflicht herauskommen, unseren Vater, unsere Mutter, dann zur Seite zu stehen, wenn sie es nicht mehr selber können. Wir werden nie davon entlastet. Aber wir werden auch nicht entlastet, wie wir unsere Eltern sehen. Sind sie für uns wirklich ein Geschenk Gottes? Sind sie für uns wirklich etwas, wofür wir dankbar sein können, ganz egal, wie sie sind? Weil wir schauen sie nicht an durch das, was sie tun, wir schauen sie an durch die Augen der Liebe Gottes. Wir schauen sie an durch die Augen der Barmherzigkeit und verstehen, dass auch sie nicht wussten, wo der Weg lang geht. Wir schauen sie an aus den Augen dessen, der sanftmütig und verständnisvoll ist und nicht aus den Augen eines scharfen Richters, der alle Fehler des anderen nimmt und sie ihm an den Kopf wirft. Das führt zu furchtbaren Zerstörungen und zu furchtbarem Leid im Leben des Menschen. So lasst uns das ganz zu Herzen nehmen. Wir werden unsere Eltern so achten, in dem Maße, wie wir es von Gott gelernt haben. Du kannst dich noch so viel anstrengen. Gute Eltern ist es nicht leicht, nicht schwer zu ehren und zu achten. Aber die gibt es sehr rar heute auf dieser Welt. Eltern, wo man keinen Fehler findet, wo man sagt, die haben alle ihre gute Pflicht getan, sie haben sich für uns aufgeopfert. All das ist sehr selten geworden in unseren Tagen in dieser Welt. So, deshalb sind diese Konflikte, die Unzufriedenheit mit den Eltern an erster Stelle und Gang und Gäbe. So einen Elternteil zu achten, der Fehler gemacht hat, der vielleicht grobe Fehler gemacht hat in deiner Kindheit dir gegenüber, den zu lieben und zu achten, das kann man nur lernen, wenn man sagt, ja, ich lebe nicht mehr von meinem Vater noch von meiner Mutter. Gott ist meine Lebensquelle, von ihm nehme ich und an meinen Vater und Mutter gebe ich diese Liebe weiter, die nicht richtet, sondern verständnisvoll ist und sagt, ich lasse das Gericht dem, dem das Gericht gegeben wurde. Ich übernehme es nicht auf mich, ich bin nicht Gott, dass ich jetzt mein Vater und meine Mutter zur Rechenschaft ziehen soll. Ich muss mit ihnen auch nicht sprechen. Ich muss in meinem Herzen sie achten und ehren. Ich muss ihnen nichts vorwerfen. Sie müssen mit mir nichts gut machen. Meine Pflicht, sie zu ehren, ist unabhängig von dem, wie sie sind und wie sie waren. Das kann in meinem Herzen nur mein himmlischer Vater durch seinen Geist vollbringen. Alles andere geht nicht. Alles andere ist nicht möglich. Und auch ich habe meine Erfahrungen mit meinen Eltern, mit meinem Vater. Und ich habe nicht eine andere Möglichkeit gehabt, außer zu Gott zu gehen, damit er mein Bild, meine Sicht über meine Eltern ändert, damit ich sie hochachte, damit sie für mich etwas sind, was Liebes, wenn ich an sie denke, schätze ich sie und werte sie in meinem Herzen, nicht wegen dem, was sie getan haben oder was sie sind, nein, nein, wegen dem, was Gott in mein Herz gelegt hat für sie. Es ist nicht die Tat eines anderen, weil das ist dann nicht Liebe, wenn wir jemanden nur lieben, weil er gut ist, weil er brav ist, weil er keine Fehler macht. Das ist nicht Liebe. Die Liebe, die Achtung ist unabhängig von den Taten des anderen. Gott liebt mich, ganz egal wie ich bin. Dass ich bin, wie ich bin, wird für mich eine Folge haben, aber es ändert nicht an seinem Verhältnis, an seiner Liebe zu mir. Das kann ich doch nicht tun. Ich kann Gott nie verändern. Er bleibt derselbe. Meine Taten
tun ihm nichts. Sie mögen ihn traurig machen, weil es mir nicht gut geht und weil ich so leide in meinem Leben, aber nicht, weil er das persönlich an sich nimmt. Nein, er ist es, der uns gern hat. Der sagt, ich verlasse dich nicht und ich gebe dich nicht auf und ich verlasse dich nicht. Und wenn eine Mutter ihr Kind aufgeben könnte und würde, so würde ich dich doch nicht verlassen. Diese Liebe, die wir nur von Gott lernen können, die müssen wir unseren Eltern entgegenbringen, weil sie unabhängig davon ist, wie die Eltern sind. Ist das nicht ein großes, wünschenswertes Ziel? Dass man lieben kann, die, aus denen man kommt, die unsere Vorfahren sind, Vater und Mutter, ist es nicht ein großes Vorrecht, sie in Blicken zu haben, die alle ihre Taten übersehen und nur noch die Person und die Funktion als Elternteil erkennen und sagen, wegen dieser Funktion, wegen dieser Art, es sind meine Eltern, so will ich sie ehren und achten und sie pflegen, ganz egal, was sie mir angetan haben. Weil sie haben es ja letztendlich nicht mir angetan, sondern sie haben es meinem himmlischen Vater angetan, weil ich gehöre ihm. So könnten wir so denken wie unser Heiland und das Lernen aus der ersten Haltung des ersten Gesetzes, der Tafel des Nehmens, dann könnten wir die zweite Tafel gut erfüllen und wären jetzt ein Spiegel dessen, was wir von Gott genommen haben. Das andere Gebot, das beschrieben wird in der Lektion, ist das siebte Gebot und es geht um die Ehe. Und da ich hin und wieder konfrontiert werde mit unterschiedlichen Meinungen beziehungs der Ehe, der Ehescheidung und so weiter, was die Ehe ist, möchte ich auch hier ein paar Worte erklärend geben. Es ist wichtig, dass wir verstehen, die Ehe ist kein Selbstzweck. Die Ehe ist nur ein Mittel zum Zweck. Gott hat uns nicht die Ehe gegeben, dass sie Endstation ist. Nein, die Ehe ist eine Verbindung, um etwas gemeinsam zu tun, was Gott uns aufgetragen hat zu tun. Sie ist nicht da, damit man voneinander isst, dass man voneinander nimmt, ein Geben und ein Nehmen. Das ist die Ehe nicht gedacht auf geistiger Ebene. Sie ist gedacht, dass man sich gegenseitig unterstützt, um den Auftrag, zu dem man gerufen wurde, ins Leben von Gott zu erfüllen, um die Mission zu erfüllen. Und Gott hat diese Ehen gestiftet, dass sie ein Leben lang hält. Und sie hat die Regeln, die Gott ihr auferlegt hat. Eine davon wird heute sehr stark missachtet, die sagt, deshalb wird der Mann Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen. Heute verlässt der Mann nicht mehr Vater und Mutter, aber er hängt seinem Weibe an. Und so gibt es ein furchtbares Durcheinander über die Zeit. Die Ehe ist nicht ein Konglomerat an vielen Beziehungen, sondern sie ist eine Beziehung zwischen zwei Personen, die etwas schaffen und in diesem Schaffen kommen, wenn Gott so will, auch Kinder. Und man geht und hat eine Richtung, die man gemeinsam verfolgt. Und nicht, dass man aneinander isst und sich aufisst. Das ist nicht die Ehe gedacht. Aber weil der Mensch in seinem verdorbenen Herzen die Quellen verwechselt, ist man in der Ehe nun mal nicht so, wie man sein sollte, weil man nicht die erste Tafel des Gesetzes erfüllt, von Gott geht, um zu holen, so will man
und holt man von dem anderen, so kommt man zu Uneinigkeit und so kommt man auch zur Scheidung und zur Trennung. Aber das ist und war nicht Gottes Plan. Deshalb gibt uns Jesus auch hier eine klare Anweisung von dem, was Ehe ist und was Ehebruch bedeutet. Da die Ehe gemacht wurde, dass die zwei ein Fleisch sein sollten, ja, das heißt, dass sie in einer körperlichen Beziehung aneinander sind und aus diesem Gemeinsamkeit, dass das nicht durch eine fremde Person zerstört wird, hat er die Regel so gegeben, dass nur dann eine Ehescheidung oder durch dann ist die Ehe zerbrochen, wenn dort eine fremde Person hinzukommt und das auf körperlicher Ebene. Und hier kommen wir dann durcheinander. Ich möchte ein paar Fragen stellen, weil es geht manchmal um die Ehescheidung. Ist die Ehescheidung ein Ehebruch oder nicht? Wann ist die Ehe wirklich zu Ende? Wann ist sie wirklich gebrochen? Wann ist sie das? Und lasst uns deshalb kurz auch da wieder eine Skizze machen. Die Ehe ist ein Bund zwischen zwei Menschen. Das ist die Ehe. Und in dieser Ehe gibt es zwei Menschen, ein Männchen und ein Weibchen. Und sie haben sich zusammengesetzt, in der Ehe etwas zu tun, wozu sie Gott berufen hat. Die Ehe ist eine Institution Gottes und sie kann gebrochen werden, indem man natürlich die Gesetze bricht. Und da die Menschen nicht zufrieden waren, einer vom anderen, so wurde auch die Ehescheidung sozusagen erlaubt. Aber nicht als etwas, das von Gott so hingenommen wird. Und da lesen wir in Matthäus 19 die Texte, die so klar sind und dennoch für manche so Missverständnis. Ab Vers 4 oder Vers 3 schon. Da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten ihn, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da sprachen sie zu ihm, warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben und sie so zu entlassen? Er sprach zu ihnen, Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Da sprechen seine Jünger zu ihm, wenn ein Mann eine Pflichten gegen seine Frau hat, so ist es nicht gut zu heiraten. So, sie erkennen schon wieder, dass das, was das Gebot von ihnen fordert, doch etwas ist, was sie gar nicht so richtig überlegt haben, was das alles beinhaltet. So, die Ehe hat eine Regel, sie ist von Gott gemacht, weil die zwei ein Fleisch sein sollen, dann, wenn diese Sache unterbrochen wird, dann ist die Ehe gebrochen, dann ist sie beendet. Die Scheidung aber führt nicht zu einer Beendigung der Ehe. Erst dann, wenn einer der Partner nach der Scheidung die Ehe mit einem anderen bricht,
das heißt mit einem anderen in eine sexuelle Gemeinschaft eingeht. Dann ist die Ehe gebrochen. Dann kommen manche und sagen aus diesem Text, naja, weil sie nicht das gesamte Bild haben, sage ich, und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Das heißt, dass der, der geschieden ist, nie mehr heiraten kann, weil wann immer er jemand heiratet, dann bricht er die Ehe. Oder der, der ihn heiratet, bricht die Ehe natürlich dann auch. Nicht seine, aber die des anderen. So, hier müssen wir schauen, dass wir nicht aus dem Kontext Dinge herauslesen, die nicht da drin stehen. Jesus sagt es deutlich, eine Scheidung führt nicht zur Eheauflösung. Man scheidet sich, aber solange der Bund des Körpers, der Unzucht nicht vollzogen ist, ist in seinen Blicken, in den Blicken Gottes auch die Ehe nicht geschieden. Aber sie wird dann zum Ehebruch, wo der andere mit jemand anderen schläft. So, das mag uns komischer klingen, aber genau so ist es. Deshalb, wenn der Mann seine Frau entlässt und alleine bleibt und die Frau bleibt alleine, dann sind sie immer noch vor Gott verheiratet, auch wenn sie nicht mehr zusammen leben. Aber wenn einer von ihnen heiratet, dann ist die Ehe gebrochen und der andere ist frei, auch jemanden zu heiraten. Aus diesem Text heraus könnte man sagen, nein, jeder, der einmal geschieden ist, kann nicht mehr heiraten. Wenn man oberflächlich liest, könnte man zu so einem Schluss kommen. Aber das stimmt nicht. Es ist ganz deutlich, wer sie entlässt und wieder heiratet, dann ist die Entlassene frei, weil die Ehe ist gebrochen. Sie existiert nicht mehr. So eine Scheidung führt noch nicht zum Ehebruch. Eine Scheidung ist eine Trennung, aber die Ehe ist immer noch da. Was zu einem Ehebruch führt, ist dann, wenn der Bund der Sexualität, wenn ich so will, dass wenn ein anderer Partner auftritt, wenn man Unzucht betreibt, wenn man mit jemand anders schläft, dann hat man die Ehe gebrochen. Auch wenn man nicht geschieden ist, hat man dann die Ehe gebrochen. Und Jesus erklärt das und geht noch tiefer und sagt, wenn ein Mann eine andere Frau ansieht, sie begehrt, dann hat er in seinem Herzen die Ehe schon gebrochen. Die Frage ist nur die, gilt das nur für den Mann oder auch für die Frau? Man könnte ja jetzt sagen, okay, Jesus sagt nichts von der Frau, für die Frau gilt das nicht. Warum sagt es denn Jesus seinen Jüngern? Weil Jesus mit Männern spricht. Aber ist das Gesetz nur für Männer gegeben? Nein. Aber er weiß, den Männern ist dieses Begehren einer anderen Frau doch etwas stärker der Versuchung wie bei der Frau. Aber auch Frauen können dieselben Fehler machen, indem sie sich einen anderen Mann wünschen oder einen anderen anschauen und ihn begehren, dann haben sie ihn auch schon mit ihm die Ehe gebrochen. Und im Sabbatgebot steht es auch, wie wir gelesen haben, dass niemand es brechen darf und die Frau ist nicht erwähnt. Das heißt, die Frau darf am Sabbat arbeiten. Auch da wäre wieder ein Trugschluss in unserem Denken. Deshalb müssen wir schauen, den Gesamtblick immer. Die Ehe ist gebrochen aufgrund einer dritten Person. Aber ist es ein Grund zur Scheidung, wenn jemand in seinem Herzen die Ehe bricht? Weiß das der andere? Er weiß es nicht. Es ist kein Grund zur Scheidung, wenn jemand in seinem Herzen die Ehe bricht. Irgendwann mal wird der, der in seinem Herzen die Ehe bricht, auch in der körperlichen Seite die Ehe brechen, das wird hervorbrechen, das geht gar nicht anders. Das ist wichtig, aber wir müssen sehen, welche Konsequenz hat was. Die Frage ist, habe ich ein Recht, mich scheiden zu lassen oder
ist die Ehe gebrochen, besser gesagt, wenn der Partner, Männer sind ja meistens hier, Pornografie anschaut und Selbstbefriedigung betreibt, habe ich da einen Grund zu sagen, unsere Ehe ist kaputt oder nicht? Was hat es drauf mit diesen illusorischen Verführungen, weil der Mann sitzt zu Hause vor seinem Computer oder wo auch immer und er bricht die Ehe, ganz klar. Er betreibt, wenn man so will, in seinem Herzen. Ist das aber ein Grund zur Scheidung? Auch gut zu wissen. Ist es ein Grund zur Scheidung, wenn ich weiß, dass mein Mann oder meine Frau Fantasie hat über andere? Und wie soll ich damit umgehen? Ab wann ist die Ehe wirklich auch da, damit sie geschieden wird? Das ist eine andere Geschichte, eine andere Frage, die ich so ein bisschen im Raum stehen lassen möchte, dass wir darüber nachdenken und Gott bitten, dass er uns Licht schenkt. Wir können nicht richten, was jemand tut in seinem Innersten. Ja, es bringt eine Not in jede Beziehung, die Pornografie und die Selbstbefriedigung. Aber was muss ich tun? Ist die Ehe dann zu Ende? Ist es so, wie wenn jemand tatsächlich mit einer anderen dritten Person geschlafen hat? So, ihr seht, ja, gesündigt hat man, aber die Konsequenz der Scheidung ist fraglich. Ist fraglich. So, ab wann ist es dann so, dass zwischen den Zweien wirklich die Ehe ganz gebrochen ist und sie müssen getrennte Wege gehen? Ich denke, das, was Jesus sagt hier, ist deutlich. Wenn jemand mit einem anderen Partner geht, Mann oder Frau, dann ist an der Ehe nichts mehr rumzubasteln. Dann ist die Sache vorbei. Die Frage ist, wenn jemand die Ehe bricht und jemand anders heiratet, bricht er dann die Ehe kontinuierlich oder ist es einmal und fertig? Das ist eine wichtige Frage, weil manche kommen und sagen, haben einen Patienten, der lange verheiratet war und hat 9 Kinder und ist dann mit einer anderen Frau zusammengekommen und hat dann sich geschieden und hat die geheiratet. Aber jetzt tut es ihm leid, dass er die andere geheiratet hat. Was soll er jetzt tun? Soll er jetzt sich wieder scheiden lassen und zu seiner ersten Frau zurückkehren, die das gern bevorzugen würde, dass er wieder zu ihr zurückkommt? Wäre das dann richtig? Und ich halte es nach dem Gesetz, dass es nicht richtig ist. Richtig ist, er hat die Ehe gebrochen. Ja, die Sünde ist am Kreuz. Er kann sie Gott geben zur Vergebung und auslöschen auf seinem Herzen. Aber jetzt, wo er der Mann einer anderen Frau geworden ist und in einen anderen Bund eingetreten ist, hat er kein Recht, aus dem Bund rauszutreten, nur weil er sieht, dass das jetzt doch nicht das Gelbe vom Ei war, dass das jetzt doch nicht das war, was er erwartet hat. Wir müssen die Konsequenzen unserer Sünde tragen und müssen korrekt weitergehen und nicht etwas Böses mit etwas wieder Bösem gut machen wollen. So, da wäre noch viel zu erklären über diese Gesetze Gottes. Wichtig ist, dass wir in unserem Herzen zu Gott gehen und ihn bitten, sie uns klar zu machen. Wir können das nur von ihm lernen, was richtig und was falsch ist. Wir können nur von ihm einen gesunden Verstand haben, dass wir uns nicht abweichen, weder zur Rechten noch zur Linken, sondern einen geraden Ausgang haben. Deshalb macht das Gesetz zu eurem Studium. Es ist mein Studium, es ist meine Schönheit geworden. Es ist das, worin ich finde, die Offenbarung des Willens Gottes, der Art und Weise Gottes. Sie ist in seinem Gesetz. Das Gesetz hat nicht die Kraft. Die Liebe ist die Kraft, aber sie handelt durchs Gesetz, weil das Gesetz sie verlangt und fordert. Lasst uns zusammenfassen. Wir wollen nicht vergessen die Reihenfolge.
Wir wollen nicht vergessen, wir haben die ersten Tafeln, wo wir nehmen. Und wir werden das vierte Gebot in der nächsten Stunde sehen und uns damit befassen, zu sehen, wo der Sabbat wirklich seinen Platz hat in unserem Leben und ob wir das richtig tun, wie wir ihn zur Zeit halten. Und wir wollen sehen, dass es eine Quelle gibt vom Nehmen. Das ist die erste Tafel. Bei der zweiten Tafel, da holen wir nicht. Da gehen wir nicht hin, um zu betteln nach Liebe. Da bitten wir den anderen nicht, dass er uns doch bitte ein bisschen lässt, von ihm die Liebe nehmen. Nein, nein, wir haben hier die Quelle und hier ist das Ziel. So, vielleicht schreiben wir das noch hier auf. Hier ist die Quelle. Hier ist das Ziel. So, hier ist das, wo wir es abgeben. Wo wir doch das verstehen mögen, dann denke ich, wird es uns im Leben leichter und besser sein. Und wir werden aus Gott alles machen und fähig sein, eines Tages diese zweite Ebene, diese zweite Tafel völlig zu erfüllen, weil wir die erste und aus der ersten es gelernt haben zu tun. So, das ist die Frage, möchtest du ein Student des Gesetzes Gottes werden und dich darin vertiefen? Es ist allumfassend, es ist weisheitbringend, es ist der Beginn aller Erkenntnis. Das ist das, was uns Gott anbietet. Willst du es dir nehmen und lernen? Wenn ja, dann wirst du große Weisheit und Erkenntnis finden. Und dein Leben wird sein, wie der Psalm 1 es beschreibt, ein Baum, der an frischen Wassern lebt und seine Frucht bringt, auch zur dürren Zeit. Amen.